AbbVie ist ein globales forschendes Biopharmaunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung innovativer Therapien für einige der komplexesten und schwersten Erkrankungen spezialisiert hat. 48.000 Forscher, Wissenschaftler, Produktionsspezialisten, Ingenieure, Kommunikatoren und viele weitere Experten arbeiten daran, die Gesundheitsversorgung auf der gesamten Welt zu verbessern. 3.000 davon in Deutschland, und zwar an den Standorten in Berlin, in Wiesbaden und hier in Ludwigshafen. Die Gesundheit der Mitarbeitenden steht für AbbVie an erster Stelle. Und mit seinem nachhaltigen betrieblichen Gesundheitsmanagement hat AbbVie die Jury des diesjährigen Responsible Care-Wettbewerbs des VCI überzeugt und wurde Landessieger in Rheinland-Pfalz. Warum? Das betriebliche Gesundheitsmanagement wird hochprofessionell durch Kennzahlen und Umfrageergebnisse gesteuert. Es bindet gezielt alle Vorgesetzten ein und steht unter betriebsärztlicher Leitung. Welche Rolle das betriebliche Gesundheitsmanagement spielt, das wollen wir von Verena Geisbauer wissen. Sie ist Personalchefin von AbbVie Deutschland. Wir haben eine besondere Verantwortung. Eine gesunde und zufriedene Belegschaft ist tatsächlich ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist Gesundheitsmanagement schon lange Teil unserer HR-Strategie im Hinblick auf Arbeitgeberattraktivität und Mitarbeiterbindung. Sie setzen unter anderem sehr stark auf Frühintervention. Wie sieht das aus? Was genau ist das? Bedeutet bei uns, dass wir versuchen, Krankheitszeiten, Ausfallzeiten von vornherein komplett zu vermeiden. Wie messen Sie die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter? Gesundheitsumfragen, die wir seit mehr als 10 Jahren regelmäßig durchführen. Aus den Umfrageergebnissen lassen sich Kennzahlen ableiten. Und anhand dieser Kennzahlen sehen wir dann sehr genau, in welche Richtung wir uns bewegen. So, wir sind im schicken Sportraum von AbbVie und bei mir sitzt der leitende Betriebsarzt Dr. Andreas Erb. Hallo, Herr Erb. Hallo. Was kann man hier alles machen? Also wir bieten hier verschiedene Kurse an für Bewegung und Fitness. Und darüber hinaus gibt es externe Angebote, wo 2 Gruppen sich zum Fußball und zum Bouldern in den Hallen treffen. Und wie ist der Zuspruch? Ja, wir haben jede Woche etwa 4 bis 5 Gruppen, die sich während oder nach der Arbeitszeit hier treffen. Herr Dr. Erb, Sie sind Mitglied im interdisziplinären Steuerungskreis Gesundheit bei AbbVie. Das ist ein sperriger Name. Was verbirgt sich hinter diesem Namen und was ist Ihre Funktion dort? Also der Arbeitskreis Gesundheit ist tatsächlich der Kreis, der sich mit all den Themen um das Gesundheitsmanagement befasst, entscheidet über die Themen und über das Budget. Meine Aufgabe ist dort die Leitung des Kreises und die operative Umsetzung der dort beschlossenen Maßnahmen. Und jetzt achten Sie bei AbbVie ganz besonders auf die psychische Gesundheit Ihrer Mitarbeiter. Wie machen Sie das? Prävention zu betreiben, das heißt, wir wollen informieren, das Thema aus der Tabu-Ecke rausholen, Menschen befähigen, dass sie erkennen, wenn es ihnen oder einem Kollegen nicht gut geht. Unsere Aufgabe ist dabei, dass wir dann uns um betroffene Kolleginnen und Kollegen kümmern. So, für mich geht ein spannender Besuch zu Ende. AbbVie sorgt für mehr Gesundheit auf der ganzen Welt, kümmert sich aber auch um die Gesundheit der eigenen Mitarbeiter, wohlgemerkt um die physische wie auch psychische Gesundheit. Ich habe mittrainiert, mitgesport und zwar ganz schön anstrengend, aber das ändert nichts daran, dass hier ist ein Ort, an dem man gerne arbeitet.